Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei Harvest Moon Friends of Mineral Town. Wir sind hier fleißig im Hühnerstall und das haben wir, glaube ich, im letzten Part schon erledigt. Das heißt, wir können rein theoretisch schlafen gehen, würde ich sagen. Machen wir das. Ja, hier ist auch alles fertig. Wir haben geldtechnisch, Moment, 1026. Wir wollen uns ja eine Kuh beschaffen, beziehungsweise den Rucksack. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen Geld sparen. Ne, Blackie? Alles klar? Ja. So. Ab ins Bett. Kaffee ist am Start. Alles gut. Aufnahmesession kann starten. Om nom 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 nom. So, Wuffel. Einmal anheben. Dann gucken wir auch mal direkt, was die Hühner machen. Mal gucken, ob Honig da ist. Jawoll, Honig. Tack. Ja, hier wächst auch alles und gedeiht. Das ist doch schön. Was will man denn mehr? Hallo. Patsch. Patsch. Der dritte. Och, Menno. Ist ja nicht so, dass wir genug davon haben. Nein, natürlich nicht. Ist doch AA. So. Dann geht's jetzt ans Gießen. Ja, nicht da rein. Du sollst das da rausnehmen. So. Das ist so. Ja, ich mache auf alle Fälle. Wird gleich erstmal. Also, was heißt jetzt gleich? Aber wir kümmern uns auf alle Fälle erstmal, dass wir die Gießkanne aufwerten. Das beschleunigt das Gießen und macht alles so ein bisschen einfacher. Kriegen wir schon irgendwie hin. Patsch. Patsch. Es dauert. Und dauert. Und dauert. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich ab und zu mitsumme. Ja, das ist ganz einfach. Das ist einfach nur für mich, damit ich weiß, wo ich die Tonspur einsetzen muss. Ja. Ist gar nicht mal so doof, ne? Nein, das liegt nämlich daran, weil ich nehme ja noch extern auf. Ich nehme nicht mit Audax City oder so auf, sondern ich habe hier noch so ein Aufnahmegerät hängen, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Und ja, da muss er dann auch natürlich mir einen kleinen Dip geben. Ich zähle zwar auch ganz zu Anfang ein, das kriegt ihr alle gar nicht mit, weil das rausgeschnitten wird. Aber trotzdem, ja, ist es da. Aber das ist halt noch eine kleine Hilfe. Damit das alles so ein bisschen besser läuft und es nicht asynchron wird. Ja, man überlegt sich schon allgemein so ein paar kleine Tricks. Ja, komm, wir gehen nochmal. Das ist, glaube ich, besser. Dann hätten wir das gleich auch schon. So. Hätten wir das. Hier ist noch leer, ne? Nein, eine Kuh habe ich noch nicht, oder? Ja, ich muss echt so ein bisschen die Parallelen suchen, weil, wie gesagt, ich hab's ja. Ich hab's, also mittlerweile spiele ich es nicht mehr. Ich habe auf dem DS ja auch noch Harvest Moon gespielt, die DS-Variante, und da habe ich schon ein Schaf und eine Kuh. Wie teuer war das denn nochmal? Die hat, glaube ich, geschlossen oder hat der offen? Oh, eine Sequenz, eine Liebessequenz zwischen anderen Personen, das gibt's auch. Ja. Brauchst du etwas? Du hast ein Werkzeug für mich aufgerüstet. Es ist jetzt viel einfacher zu verwenden. Also wollte ich dir danken. Ich wusste nicht, dass es so wichtig ist. Gut, dass wir helfen konnten. Komm einfach wieder, wenn du etwas brauchst. Okay, vielen Dank. Autsch! Was ist los? Nur ein Kratzer. Aber du blutest. Es ist deine Schuld. Du hast nicht aufgepasst. Ich sagte doch, ich bin okay. Hör auf. Warte eine Sekunde. Halte deine Hände mal still. Ah, wie romantisch. Das ist schön. Wie ist das? Danke. Keine Ursache. Gut, ich gehe wieder in die Bibliothek. Komm jederzeit vorbei.
Das mache ich. Wir sehen uns dort. Nein, wir sehen uns dort. Tschüss dann. Gute Reise und gute Besserung. Mhm. Dann müssen wir jetzt draußen wieder rein, um die Sequenz wieder zu... Ne? Damit alles wieder ganz normal ist. Ich muss jetzt aber echt gießen. Was möchtest du heute? Solange ich nicht arbeite, erzähle ich dich gerne. Ja, ich muss echt... Ich muss unbedingt gießen, genau. Obwohl, Moment, ich habe gar kein Erz. Tata! Ja, ich brauche nichts. Ach Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Was mache ich denn? Passte. So. Wir haben alles. Das mache ich auch wieder weg hier. Was soll ich denn damit im Moment? Gar nichts. Noch brauche ich das nicht. Doch, ich lasse es da. Ich lasse es da. Aber ich nehme mir ein Silber mit. Das heißt, wir werden jetzt kurz zur Mine flitzen. Ein Silber. Dann kann ich nämlich die Gießkanne schon mal zu Silbergießkanne machen. Und dann... Ja, ist einfach besser. Aber ich denke, ich werde das sowieso erst machen, wenn ich die Hälfte abgeerntet habe. Dann ist das nicht ganz so schlimm, weil die Sachen können auch, glaube ich, verwelken. Oder? Ich bin mir da jetzt gar nicht mal so sicher. Aber wie gesagt, den holen wir uns schon mal. Nope. Nope. Ich will Silber. Och, Junge, bist du schon so erschöpft? Da haben wir es doch. Wegpacken. Jawohl, so. Komm, wir gehen nochmal ins Wässerchen. Ah, ne, ich muss ja dafür ins Haus. Dann gehen wir das doch. Ja. Ja, und jetzt hüpfen wir wieder raus. Tätäräte. Komm, den nehmen wir auch mal mit. Den können wir ja reinwerfen. So. Und dann war's das auch für diesen Tag. Ach, wir haben doch dieses Fest heute, oder nicht? Oder irre ich mich jetzt? Da muss ich noch mal eben ganz schnell gucken. Oder ist das morgen? Also wenn das heute ist, dann haben wir es echt nicht geschafft. Schade. Natürlich ist es heute. Wir gehen mal hin. Wir gehen zum Erntedankfest. Wir haben zwar leider nichts. Aber wir gucken mal. Eigentlich müsste das ja sein. Oder ist das einfach nur so? Ich weiß es nicht mehr. Echt nicht. Okay, ich gebe ehrlich zu, ich möchte die ganze Zeit eigentlich mitzoomen, weil ich das eigentlich immer mache. Aber nein. Na, ist hier was Besonderes? Nein, dann ist es wohl... Doch. Hey, Pepe, bist du auch für eine Pause hergekommen? Nee, nicht wirklich. Ich dachte eigentlich, dass er zu Dank ist für hier. Nein, du sagst nicht etwa... Ja, genau. Sprich dich aus. Du bist ein neues Gesicht hier. Oh, ich weiß. Du bist der Neue auf der Farm. Ich bin Anna. Freue mich, dich kennenzulernen. Oh, ein neues Gesicht in der Gegend. Oder? Bist du Pepe? Thomas hatte ich erwähnt. Oh, tut mir leid. Ich heiße Manna. Manna. Mein Mann Duke und ich sind besitzen an der 2. Ah, jetzt ist zu schnell. Schön, dich kennengelernt zu haben. Es gibt hier nicht so viel zu sehen, aber wenigstens sind die Leute nett. Sag einfach Bescheid, wenn du etwas brauchst, okay? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Nein, überhaupt nicht. Das ist alles super. Du hast mich hier halb tot gequasselt, aber hey, da kann ich mit um. Hier arbeitet die Dame übrigens. Ne, hier war das, Entschuldigung. Hier. Aber wir gehen jetzt schlafen, Eier machen. Ich denke mal, eventuell wird sogar gleich das Huhn geboren. Was natürlich auch sehr cool ist. Mir juckt das Ohr. Ah, so. Telet. Hallo. Das war's für heute. Jojo. Es sollte bald geboren werden. Ich hab doch gesagt, Hühnchen! Ein Küken ist geschlüpft. Gib ihm einen Namen für das Ganze, für sein ganzes Leben. Ist das ein O? Das doch auch. Egal. Das ist unser Zong.
So, jeder kennt die Serie bestimmt noch von früher, zumindest ältere Zuschauer. Familienzuwachs, ich muss härter arbeiten. Das kam auch ein bisschen gel rüber, tut mir leid. So, es regnet. Supi. Was sagt uns das? Wir brauchen nicht gießen, sondern können abernten. Können wir schon was abernten? Ja. Yo, 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 Mann. So. Na, ich brauche definitiv so ein scheiß Ding hier. Ups. Habe ich denn meinen Rucksack voll? Was habe ich denn da alle drin für einen Scheiß? Ach, ein Stückchen Holz. Ja, toll. Wegwerfen. So. Kann man wenigstens zwei mitschleppen. So. So. Ups. Falscher Knopf. So. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Na. Aber es gibt Geld, Leute. Immer dran denken. Arbeit ist immer mit Geld verbunden. Ne, umgekehrt. Geld ist eigentlich immer mit Arbeit verbunden. Habe ich jetzt zwei mitgenommen? Nö. Das dauert. Wie war das? So. Ja, ich vergesse die Tastenkombination andauernd. Ich bin echt ein bisschen schusselig in der Sache. Hätten wir das auch? Ja, das Ernten. Das Ernten, das Ernten. Ups, fuck it. Naja, immerhin hat doch... Scheiße. Da haben wir aus Versehen die L-Taste noch gedrückt. Und wenn man die L-Taste drückt und die B-Taste zum Wegstecken, dann ist der es einfach mal. Gurken. Ein böser Junge. Ach, warum nehme ich denn nicht gleich zwei? Das könnte ruhig ein bisschen... länger regnen, so. Dann könnte ich endlich mal die blöden Gießkanne. Aber egal. Ha, letzte. Schön. So. Hätten wir das auch. Hühner, genau, die Hühner. Und der Honig. Hallo. Ach shit, da hätte ich auch noch einen Huhn nehmen können. Noch einen Huhn züchten, meine ich. Ja, und dann eben morgen. Dann machen wir das morgen. Das kriegen wir auch noch wohin. So, wir gehen mal gucken, was in der Stadt los ist. Gibt es eigentlich irgendwas Besonderes hier so noch? Also mal eben kurz eben im Kalender gucken. Da hätten wir was. Das wäre das Frühlingstag. Frühlingspferderennen auf dem Rosenplatz. Da gehen wir doch hin, ne? Ja, natürlich. Wir haben zwar noch kein Pferd, aber wir werden da mal hinstolzieren. Wir werden jetzt mal so ein bisschen die Leute abklappern. Haben ja Zeit. 12.50 Uhr ist das schon. Wo wir nicht gießen mussten, aber wir mussten ja den ganzen Kram hier abernten. Hallo? Ah ja, du hast zu, ne? Hast du offen? Was möchtest du heute? Ja, doch, Tatsache. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja 1300. Ah, haben wir Glück? Oder ist es zu teuer? Ja. Ah, 2000, nein! Dann müssen wir das morgen machen. Ich denke, morgen haben wir wohl genug Geld. Ist ja der Morgen überhaupt da? Ja, donnerstags hat er nur zu. Dann ist das natürlich okay. Popori! So hieß du doch, ne? Die frische Luft tut gut, oder nicht? Ja. So, die müssten eigentlich alle geschlossen haben.
Nicht? Hat auch offen. Sachen gibt's. Nee, jetzt im Moment nicht. Weil Kuh kostet 5. Und so weit sind wir noch nicht.